So, da sind wir wieder bei Hey, Half-Life Gordon. 2. Sie wurde und sagten, du wärst Oh. hier. Wie hast du das nur so schnell zu Fuß geschafft? Fürchte, er hat deinen Rekord gebrochen. Er hat's verdient. Danke, du hast bewiesen, dass du draußen zurechtkommst. Dankeschön. Gordon wird mit allem fertig. Ja, Du genau. könntest die einzige Ausnahme sein. Dad, bitte. Gut, hätte auch ein bisschen mehr Last mit sich rumzuschleppen, nicht wahr? Scherz beiseite. So, was muss ich jetzt machen? Ja, doof rumstehen hier nur. Na, danke. Schau dir das an, Gordon. Oh. Okay. Lichterspiele. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das bringen soll. Aber nun gut. Kann ich auch nicht raus. Ihr müsst mir schon sagen, was ich hier machen muss. Ich kann doch nicht hier einfach so. Alex, ich dachte, du wärst auf Wache. Ich wurde abgelöst, damit ich Gordon sehen kann. Ich sollte sowieso hier drinnen am Portal arbeiten. Die Reparaturen laufen gut. Die Kapazität des Thyristors wurde falsch berechnet. Das ist die Mutter? Soll ich jetzt schuld sein? Was gleich alt, Das oder? gar nicht. Ja, Das war nee, ein nicht ganz, aber ein Rechnungsfehler, ein bisschen. mechanisches Problem. Vielleicht sollte ich dann nächstes Mal die Berechnungen und die Installation machen. Alex, wirklich? Manchmal denke ich, du willst mich nicht verstehen. Alex, warum Genau. nimmst du Gordon nicht mit und lässt ihn mit dem Graviton üben? Ach, jagt sehr Klar, gut. komm mit, Gordon. Jetzt wird's richtig lustig. Der Wirklich? Nullpunkt-Energiefeldmanipulator ist kein Spielzeug. Lass uns gehen. Was ich mir jetzt unter Spielzeug vorstelle. Aber ich glaube, das ist ein anderes Spielzeug. Rückwärts laufen? Gerne. Du kennst Dr. Mossman also schon. Ja, ein Gerade bisschen. auch ihretwegen bin ich so oft draußen. Sie redet dauernd davon, was sie in der Versuchskammer bei Black Mesa getan hätte. Die war dabei? Okay, ich sollte sie nicht so schlecht machen. Hier unten wird es nur manchmal zu eng. Kann mir gar nicht vorstellen. Das ist der alte Weg nach Ravenholm. Da gehen wir nicht mehr hin. Verständlich. Ich glaube, da würde ich jetzt auch nicht gerne hingehen. Aber komm. Los jetzt. Wir gehen mal da lang. Bitte, meine Damen und Herren, bitte da durchgehen, bitte durchgehen. Wir öffnen gleich die Hallen. So, meine Liebste. Laden, sehr schön. Ladezeiten dauern ein klein wenig lange, aber och ja, kann man ja verschmerzen, oder? Zur Gesundheit so, so, so. Theoretisch dürfte jetzt nichts passieren. Theoretisch. Na, jetzt dauert das. Ah, so, jetzt geht's weiter. Düdel. Oh, wir sind draußen. So, da wären wir. Der Schrottplatz. Aha. Das Ja ist das gut, da habe ich es noch Graviton, nie von dem dein Vater sprach. Du kannst gespielt. es auch nulldimensionalen Energiefeldmanipulator nennen, wenn es sein muss. Ist Oh, das sieht eigentlich aber für Gefahrlos sadomaso-mäßig gedacht. aus. Aber wir nehmen es hauptsächlich für schwere Lasten. Hahaha. Versuch es mal. Dankeschön. Der erste Zug löst eine Geil. Entladung aus, die Dinge um und fortstößt. Zum Räumen von Minenfeldern. Oh, wir können tapezieren. Das machen wir doch mal gleich. So. Mit dem zweiten Zug kannst du Sachen nehmen. Sehr Mit gut. dem ersten Zug wirfst du sie. Da habe ich gemerkt. Kannst du es mit dem Zweitabzug auch sanft absetzen. Pass auf und Haha, das sieht ja wirklich sehr, sehr schön aus. Jetzt will ich aber unbedingt. Haben wir das Energie abgezogen? Nee. Du kannst Sachen auch heranziehen. Ich bin jetzt Oder schon hier diese oben. Fässer von da oben runter. Och, mein Gott, ey. So schön gestapelt. Genau, sie kann so hoch. Und ich bin ja ein Mann. Und habe ja auch viel zu tragen. Also muss ich so hoch gehen. Ist ja auch. Hallo?
ey. Das ist doch eine Schweinerei. Gut. Was erwartet mich jetzt? Hoffentlich jetzt nichts Böses. Lass mich Doc rufen. Apportieren hat's ihm angetan. Doc? Doc! Hopp! Ah! Ihr Spielzeug. Hallo, Doc. Braver Hund. Guten, das ist Doc. Dad baute ihn damals, damit er auf mich aufpasst. Das erste Modell war nur so hoch. Seither habe ich ihn down verbessert. Nicht wahr? Okay, Doc, wir spielen Fangen mit Goden. Nee, ich möchte jetzt nicht. Also los, Doc, wirf! Was denn? Ach, jetzt spielen wir Basketball. Das verstehen die unter Fang? Wo meint ihr das mit Fang? Guter Fang! Noch ein Wurf, Doc. Komm! Und hepp. Genial. Nochmal, Doc. Nochmal, komm. Versuch's doch, mich zu treffen. Und haha. Bisschen zu hoch. Doc, hol deinen Ball. Mein Gott, ist das ein. Nicht den Ball. Den Ball. Und. Ja, ich will mal ins Körbchen dort treffen. Aber irgendwie. Mal gucken, ob Schavis. Von weiter weg. Boah. Das Ding, das fliegt. Wirf es, Doc. Bitteschön. Und. Hepp. Oh. Guter Wurf. Sehr schön. Guter Fang. So, jetzt komm. Werf. Mensch. Spielverderber. So, jetzt bin ich aber auch fertig. Ich bin ja nicht zum Vergnügen hier, du. Du Ding. Du Roboter. Ach du. Lässt nicht zu, dass ich da oben reintreffe. Das auf Wiedersehen, du. Oh, war gerade kurz wie auf den Knopf gekommen. Also nicht wundern. Okay, Gordon, versuchen wir was Neues. Gordon, versuchen wir was Neues. Das reicht doch. Das reicht doch wohl, ey. Mein Gott. Ach, verschwinde. Ja, hab ich auf Knopf gedrungen zum Abbrechen der Aufnahme. Es können. Ich wollte schon sagen. Was ist, Doc? Oh, verdammt, was war das? Oh. Scanner! Scanner! Wir werden angegriffen! Wir müssen zurück zum Labor. Ja! Schnell weg! Tschüss! Ah! Ah! Schnell weg! Komm, Gordon! Alice. Nee. Wie heißt die? Oh, jetzt muss ich. So, komm rein! Dad, hier Alex! Hörst du mich? Alex, Liebchen! Was ist da drinnen los? Wo bist du, Alex? Wir stecken in der Schrottplatzschleuse voller Autozyklus. Ist Gordon noch bei dir? Ja, natürlich. Er ist hier. Gut, ihr zwei solltet jetzt. Oh. Dad? Bring Gordon hier raus. Geht an die Küste. Geht nicht durch Raff. Dad? Geht nicht Dad? Durch Ravenhall. Verdammt! Das wollte er, denke ich, mal sagen. Hier raus. Aber nicht, dass wir jetzt alle drei durch Ravenhall gehen. Jetzt. Nein. Das reicht jetzt, Doc. Komm schon, Gordon. Mach hin! So dick bin ich auch wieder nicht, danke.